Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich, meine Frau und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Fallout 4 hier auf dem wunderschönen Channel Gameplay Deluxe. So, ich bin schon so aufgeregt, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, Mann. So, ich freue mich wie ein kleines Kind, dass wir endlich Fallout zocken können. Das ist echt schon zu lange Wartezeit gewesen. So, wir beginnen mit der wunderhübschen Charaktererstellung. Wir können uns hier anscheinend irgendwie ein Gesicht zurechtfriemeln. So, wir schauen natürlich erstmal so ein bisschen durch, was wir alles haben. Aha, Thor ist auch dabei, alles klar. So. Also. Vom Grundgesicht her. War das der? Von den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Sieht schon so ein bisschen markant aus. Was haben wir denn noch? Ah. Okay. Markiere einen Teil des Gesichts und drücke Maus 1, um diesen Teil anzupassen. Ah ja. So. Hä? Ah. Guck mal. Können wir die Nase so ein bisschen, ist ja geil. So, okay. Nee, die Nase lassen wir natürlich möglichst gerade. Mist. So, ja. Umfang. So. Ah, da kann man die dicker oder dünner machen. Machen wir sie mal so. Ja, so würde ich sagen, ist okay. So eine süße Nase. Ne? Finde ich auch. So. Ah, ein bisschen Stärke können wir dem ruhig geben. So. Interessant. So. Schatz, findest du meine Nase zu groß? Nein, finde ich nicht. So, was haben wir denn hier? Mund komplett... ja, also.
Weiß ich gar nicht. Was kann man denn hier... Warte mal, so? Ja, kann man hier ein bisschen... Große Schnauze ist immer gut. Du hast tolle Lippen, weißt du das? Natürlich, Baby, natürlich. So, da können wir einen Typ noch wählen. Ja, nicht schlecht. Na, faltig gefällt mir ja nicht so, gerötet. Cool. Gegerbt. Aha. Oh, ziemlich kräftig. Gegerbt. Ah, cool. Nehmen wir mal cool. So, mit E bestätigen, ganz wichtig. Dann ein wunderschönes Keen. Können wir erstmal mit dem Mausrad wieder ein bisschen... Weet, weet. Guck mal, der Schatten da unten. Schatten ist geil. Okay. Ach so, ja. Ja, schon ein bisschen, ne? The Kinn und so, das ist wichtig. Bisschen gerade rücken. Ja, so. Richtig schön frisch. Müsste irgendwie mal die, die Augenbrauen ein bisschen... die rausgefahren kommen, finde ich geil. So, okay. Ja, so ist, glaube ich, schon ganz gut. Kann man die jetzt so ein bisschen... Sorry, das ist einfach zu lustig. Ich liebe dieses Gesicht. So, Augen. Ich hätte ehrlich gesagt gerne die... Ah, da geht die Farbe. Haselnuss... Oh, Stahl. Hallo, schöner Mann. So, Bernstein. Boah, Bernstein sieht ja cool aus. Blassblau, dunkel. Das Hellbraun war eigentlich schon gar nicht schlecht. Braun. Ich nehme, glaube ich, einfach braune Augen, oder? Oder nehme ich hier das Hellbraun? Nee, braune Augen. Deine Augen. Das sind meine absoluten Favoriten. Natürlich, weiß ich doch. So. Die Ohren. Wir wollen ja auch was hören können. So. Alles klar, das finde ich schon... Kann man so machen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was können wir denn bei der Stirn noch so? Können wir die da ein bisschen... Achso, wir können die kleinen... Ah. So. Du hast so ausgeprägte Wangenknochen. So. Sonnals, Christa, Sonnals. So. Halbwegs normal versucht, das zu halten. Schelmisch schön oder schön schelmisch? Okay, abbrechen. So, okay. Was haben wir denn für Extras? Male, Marke, Schaden. Erstmal Male. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ja, nee. Nee, nee. Das gefällt mir nicht. Was haben wir denn hier so? Augenhöhlen, nee, Alter. Grobes Gesicht. Stirnmarke. Da können wir den richtig schön pickelig machen. So. Ja, so ein bisschen Charakter würde ich ihm schon geben wollen. Aber nicht unbedingt so was Merkwürdiges. Eingefallene Wangen. Na, Sonnenbrand. Ja, wir haben leider einen kleinen Sonnenbrand. Kein Problem. So, oh, hoppala. Checkout. Boah, das sieht ja merkwürdig aus. Ach so, das ist, das nennt man Checkout. Wusste ich gar nicht. Interessant, siehst du, lernst du wieder dazu. So, ja, ein paar Narben kommen eigentlich mal gut. Wir sind ja richtiger Kriegsveteran. Was nehmen wir denn hier? Aha. Oh, ho, 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 der Joker ist da. So. So, so, so. Boxer gebrochen, Alter. Sieht ja übel aus. Sehr, sehr übel. Das ist so platzwundenmäßig, ne? Ich fand eigentlich diese Lippenkratzer, die sind dezent. Oh, aber die haben was. Sieht gut aus. Moment. Die muss ich auch noch auswählen. So, wie macht man das? Anwenden. Ah. Ah, okay. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus.
Ja, das finde ich auch. So, Geschlecht wollen wir nicht ändern. Was haben wir denn körpermäßig? Aha. Was können wir denn hier Schönes ändern? Groß? Nee. Spirgeldünn? Oder der Hulk? So. Ich würde sagen, hulkig sind wir natürlich schon. Logisch, aber so. Das kann man machen, würde ich sagen. So. Der sieht lustig aus. Ich mag den. So. Wunderbar. Erledigt. Die Frisur sieht noch ein bisschen hässlich aus, aber da können wir vielleicht später noch was machen. So, hallo Schatz. Schatz? Warum schaust du nicht mal, ob das Frühstück schon fertig ist? Oh, das Frühstück oder wie wär's mit Nachtisch? Okay, vielleicht später. So, schauen wir uns einfach mal hier so ein bisschen um. Was wir da so Tolles finden. Aha, Tür, okay. Da. Mach mal das Radio wieder aus. Ach, eine Uhr. Schon wieder kaputt. Ach, Mist, diese blöde Uhr. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Ja, das stimmt. Und die sieht so schön aus draußen. Oder? Wunderhübsch. Finde ich klasse. So, was haben wir denn hier? Militär. Krieg bleibt immer gleich. Da ist was dran. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Das mit dem Krieg, da hat er natürlich recht, aber naja. Auch können wir uns den Rechten nicht angucken, oder was? Schade. Ich dachte, wir könnten uns das nochmal ansehen. Wenigstens hier die Türen dicht lassen. Nicht, dass wir da hier wieder Ärger kriegen von unserem Frauchen. So, das ist doch der Superkleber. Den kenne ich doch. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das Baby. Oh, wie süß. Na du? Komm, werfen wir dem mal das Mobili an. Süß, der Kleine. Süß. So, wir schauen uns natürlich erstmal in seinem Zimmer ein bisschen um. Blast Radius. Ach, schade. Ich dachte, wir können den Ball vielleicht noch benutzen. Der erinnert mich übrigens an den Anfang von Fallout 3. Wer es gespielt hat, weiß Bescheid. Sollte mir das Ding das nächste Mal signieren lassen. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber Sean wächst da schon noch rein. Ah, Sean heißt der Kleine. Entweder er wird ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Ja, Mr. Teddybär, wieso liegst du auf dem Boden? So, Spielzeugauto. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auto fahren lernt. Oh ja, aber ich denke mal, das wird noch ein wenig dauern. Was schon wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Süß. So. Wir schauen uns erstmal weiter in unserer eigenen Wohnung um, die uns natürlich völlig fremd ist. Ist ja logisch. So. Das soll Codsworth erledigen. Codsworth. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. General Atomics. Ah ja. Interesting. Abraxo, wenn's richtig sauber werden soll. Was nehme ich denn, wenn's richtig schmutzig werden soll? Mr. Handy, the incredible multi-talented. Ah ja. Was haben wir denn hier drin? Oh, Instamash. Instapüree. Fancy Letzkuchen. Blemco Mac and Cheese. Mindestens haltbar. Für immer. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Die ganzen Instant-Produkte. Guten Morgen, Sir. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Oh, herrlich. Wunderbar. Erstmal einen Schluck Kaffee. Ah, herrlich. Korknack, der Papa im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. So. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Oh, Alter. Oh, die Milch wurde geliefert. Hundenapf? Den Hund finden wir wohl nie wieder. Oh nein, der Hund ist abgehauen. Das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Oh, vielen Dank. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Codsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. So, was haben wir denn hier Schönes?
So. Nuka-Cola, eiskalt. Nom 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 nom. Jetzt eine Nuka-Cola. Ausgezeichnete Qualität. Wie kann jemand so Kleines nur so viel trinken? Das stimmt natürlich. So, erstmal ein Schlückchen Wasser. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Kannst du aufmachen? Wahrscheinlich der Vertreter. Der kommt jeden Tag. Ach nein, nicht der Vertreter schon wieder. Hm. Immer nur das gleiche Zeug. Ah. Können wir nicht rausgehen? Oh, geiles Auto. Bourbon. Noch etwas früher mit dem Trinken anzufangen. Es ist nie zu früh. Was hat die denn hier liegen lassen? Die guten Zigaretten. Können wir direkt mal wegschmeißen. Ah, schön. Dann sind wir ihn auch schnell wieder los. Ja, warte, ich möchte mich erst umsehen. Ich habe Angst, dass ich hier direkt alles weiter trigger. Ein paar alte Holoband-Aufnahmen. Hm. Okay, da können wir anscheinend nichts mehr mitmachen. Na gut, dann... Ah, natürlich. Das mit den Vaults. Du weißt doch, dass er nicht einfach wieder gehen wird. Ach, na gut, wir öffnen mal die Tür. Guten Morgen, ich komme von Vault-Tec. Ah, Vault-Tec. Rede weiter, kein Interesse. Vault-Tec, guten Morgen. Ja, komm, sind wir mal nicht so. Guten Morgen. Was für ein Tag. Sehen Sie sich diesen Himmel heute an. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Ah, ja. Du aber, ehrlich gesagt... Vielleicht will ich ja gar nicht mit Ihnen reden. Doch. Das wollen Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage, äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Ah, das klingt natürlich super. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen, mehr nicht. Ja, der ist ja, ich sag mal, überhaupt nicht auffällig. Das Ende der Welt? Na endlich! Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Oje, oje. Oh, jetzt können wir unsere Punkte verteilen. Hm, Glück zeigt, wie gut ist das Schicksal mit dir meint. Die Aufladerate für kritische Treffer. Der Verb schon viele Aktionspunkte. Du hast wie gut du schleichen kannst. Schon mal wichtig. Wie viele Erfahrungspunkte? Erfahrungspunkte sind immer gut. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Überredungskünste, verbessert Preise beim Handeln. Das gibt Gesundheit. Oh. Waffenpräzision ist auch sehr wichtig. So. Machen wir nochmal ein bisschen das Glück hoch. Dann Charisma. Geben wir auch nochmal ein Pünktchen her. So, das ist auch wichtig. Komm. Intelligenz. So. Aktionspunkte hätte ich gerne noch ein paar mehr. So passt, glaube ich. Da haben wir überall so ein bisschen was. Okay, wir müssen noch einen Namen eingeben. Wie nennen wir uns denn jetzt? Nennen wir uns doch einfach mal... Charles. Nein, das passt einfach nicht. Das passt einfach nicht. Wir nennen uns... Tümmer! So. Perfekt. Sehr schön.
Oh, hoppala, das wollte ich nicht. Wie komme ich jetzt wieder? So, so? Ah, okay. Alles klar. Wir haben den Namen, wir haben die Punkte verteilt, dann können wir das wunderbar, bestätigen. Das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Hey, Schatz. Ich glaub's nicht, dass schon fast Halloween ist. Wir müssen Seans Kostüm fertig machen. Aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Du hast Cotsworth gehört. Los. Na gut, dann kümmern wir uns mal um den kleinen Racker. Wir können übrigens mal hier kurz noch die Tür zumachen. So. Der Rest kann ja offen bleiben. Na, mein Kleiner? Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Okay. Süß. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Das klingt doch ja, super. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Oh, oh. Was ist denn jetzt los? Nimm das Kind mit, Nora. Hey, Schatz. Was ist mit Cotsworth los? Schauen wir einfach mal. Gefolgt von Blitzen. Oh nein. Grellen Blitzen. Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partnersendern scheint abgebrochen zu sein. Oh nein. Ja. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole. Bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Okay, komm. Komm, Schatz. Komm. Einwohner von Beeil dich. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Ach du Scheiße. Es geht das los. Komm, 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 komm. Schatz? Achso, die ist schon vorgelaufen. Komm. Weiter, weiter! Wir sind ja hier! Ist doch egal! Hilf mir einfach, alles wie... Hey! Oh Gott! Ich darf die Dinger nicht verlieren! Das wird alles sein, was ich noch habe! Wen kümmern die blöden Kopf? Komm, halt schon gut fest! Na komm schon! Los, Schatz! Wortbewohner, der am Tor melden! Das ist absurd! Okay. Ich bin nicht auf der Liste! Oh, okay. Sie kommen nicht rein! Sie können mich nicht aufhalten. Okay. Im Programm, dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Viel Glück, Ma'am. Möge Gott uns helfen. Folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Okay, wir beeilen uns. Komm, Schatz, los, beeil dich. Gott. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Komm. Ich will nicht ohne Sie hier drauf gehen. Komm. Geh du vor. Danke. So. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Okay. Euch beide. Wir sind schon mal wir lieben dich auch. Oh mein Gott. Oh nein. Festhalten. Geht das nicht schneller? Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Schatz? Wir haben es geschafft. Gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft.
Im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später und nein, wir wären alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die oh Treppe mein hoch Gott, ey. Schatz. Es wird alles gut, oder? Wir hätten mehr Leute mit runternehmen können. Einfach hier entlang, bitte. Verdammt. Vortec ist männlich. Hier entlang. Alle neuen hier entlang, bitte. Gehen bitte geordnet alles okay, ja. Weiter. Gehen Sie zum männlich. Gelangweilt, der Computer spricht. Männlich. Weiblich. Aber okay. Ich bin noch nicht weiblich. Weiblich mit Kind. Bitte, gehen Sie dort durch den Gang. Sieht gut aus. Da vorne, bitte. Treten Sie an den Tisch heran. Hey. Willkommen im Vault 111. Ich bin sicher, Sie werden sich hier schon bald wie zu Hause fühlen. Ja, alles klar. Nehmen Sie einen Vault-Anzug und gehen Sie durch den Gang. Sie brauchen Ihre Anzüge, bevor es weitergehen kann. Na gut, dann gehen wir auf den Weg. Danke. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also Sie drei, folgen Sie mir. Komm, Schatz. Siehst du, das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Es ist eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Ah ja. Es ist fort. Unser Zuhause. Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Sir? Oh Gott, Schatz. Was, wenn Sie es nicht geschafft haben? Wie lange werden haben? Wir ich wohl weiß, hier unten sein? Das gehen wir bei der aber Einweisung Tech durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Ich glaube, wir werden eine ganze passt lange prima, Zeit hier unten sein. Der Zug ist so geschnitten, dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Nein, Schatz. Alles wird gut. Papa ist doch da. Siehst du? Schatz, hilfst du mir mal? Klar. Hörst, mein kleiner Held. Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Da ist er, siehst du? Papa ist ganz in der Nähe. Okay, treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Hey, Schatz. Geh ruhig schon, Schatz. Ich nehme Sean mit. Okay. Ich will eigentlich gar nicht ohne sie in so eine Kammer, aber... Naja. Dekontaminierungskapsel. Das sollte ja eigentlich nichts Schlimmes sein. Auf geht's. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, was? 3, 2, 4. Kälteschlaf? Wurden wir etwa in Kryostase versetzt? Ich dachte, wir gehen tiefer in die Vault. Was sind das denn für zwei? Eingeleitet. Oh nein.
Kryoanlage. Alle Wolken. Weich unverzüglich verlassen. Oh nein. Was ist mit Nora? Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott! Oh nein. Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich Sean zurück. Versprochen. Diese Drecksäcke haben sie getötet. Oder dieser Typ da. Shit, wir kriegen die Kapsel nicht auf. Wahrscheinlich der anderen auch nicht. Verdammt, die sehen alle tot aus. Wir gehen jetzt mal Stück für Stück hier ein bisschen weiter. Schauen uns einfach mal um. Hier ist ein weiterer Raum mit noch mehr Leuten, wie es aussieht. Clipboard. Ein sauberer Vault-Anzug. Das Clipboard wollte ich eigentlich eben wegschmeißen, aber wir haben ja noch nicht den Fallout-typischen Pip-Boy. Den werden wir hoffentlich gleich kriegen. Alter, ey. Ich komme noch nicht drauf klar, dass die... Also, ich verstehe es auch nicht ganz, warum die jetzt unser Kind, ich sag mal, stehlen wollten. Unzugänglich. Ah. Fehlfunktion der Notfallüberbrückung der Ausgangstür. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vault-Tech-Wartungsmitarbeiter. Werkzeugkasten ist leer hier. Pam. Im Hand of God, ja, also die super Faust. Zügiges Lauftempo ist auf jeden Fall schon mal positiv. Kritischer Fehler in Kryoanlage. Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich unverzüglich. Oh oh. Ich habe gerade übrigens eine. Da, eine Kakerlake. Ekelhaft. So, wir schauen uns natürlich, wie gesagt, erstmal ein wenig um. Nehmen erstmal alles mit. Kann ja erstmal nicht schaden, denke ich. Stimpack. Nice. So. Und da noch irgendwas? Nein. Okay. Sicherheitsterminal. Können wir hier noch irgendwas Hübsches finden? Sicherheitsanweisung, Protokolle, Sicherheitsaufzeichnung. Das hört sich eigentlich nicht so interessant an. Was haben wir denn hier? So. Nehmen wir mal letzter Eintrag. Es kommt kein Entwarnungssignal von Vault-Tec. Wir müssen hier raus, wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen... Moment, ich muss das doch lesen. Hier mal vielleicht. So, die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es kein Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben. Das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über 6 Monaten denselben Pausenraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben. Höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen. Er verheimlicht uns etwas, da bin ich sicher. Hier geht irgendwas Übles vor, das spüre ich. Hm. Weiß der Verfasser hier was über die Kryostase? Oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter, wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier. Ich verstehe es nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experiments ist, sie einzufrieren. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor sie von uns auf Eis gelegt wurden. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen? Ja, das hättet ihr. Verdammte Scheiße. So, komm. Jetzt lesen wir auch alle. Weihnachten unter der Erde, hab mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsmitarbeitern zusammengetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein fancy Letzkuchen, der nicht zu dröge war. Tolles Geschenk. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen. Der Aufseher auch nicht. Ich verstehe die nicht. Versuchen sie, etwas vor uns zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die hohen Tiere bestimmt ist? Ach egal. Nur noch ein paar Monate, dann sollte das Entwarnungssignal kommen und wir können uns endlich an den Wiederaufbau machen.
Ich glaube nicht, dass das gekommen ist, das Signal. Was haben wir denn hier? Die Haupttür zum Vault-Ausgang ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des Wissenschaftsteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen. Nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit. Klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Uiuiui. Und der letzte Eintrag? Es kommt kein Entwarnungssignal von Walltech. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzkrieg auf den Boden fallen gelassen hat. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ein so kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in seinem Büro eingeschlossen. Wir sollen ihnen unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben, sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allem geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault. Auf die eine oder auf die andere Weise. Es war klar, dass es nicht lange halten würde. So eine, ja, ich sag mal, mehr oder weniger Monarchie. Okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Ich werde trotzdem vermutlich nicht unbedingt jedes kleine Fitzelchen lesen. Denn das wird ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich versuche ein gutes Mittelmaß von ausführlichem Spiel und einer gewissen Zeiteinteilung zu bewahren. Ja, ich weiß. Aber ich weiß auch, dass ich den hier machen kann. Oha. Drecksack hat mich noch angesprungen, glaube ich, oder? Nee. Kakerlaken. Was zum Teufel? So, erstmal ein bisschen lecker Fleisch. Guck mal, noch ein Schlagstock. Können wir sicher gebrauchen. So, schauen wir uns mal ein wenig um. Was war da? Was war da? Achso, wahrscheinlich die Tür. Ja, die Tür. Okay, damit können wir natürlich nichts anfangen. Schön. Eine hübsche Vault. Die sehen auf jeden Fall wesentlich anders aus als die, die man aus Fallout 3 kennt, muss ich sagen. Oh, ein Toaster. Nehmen wir mit. Kaffeetasse. Der gute Kaffee. Ich bin noch in der Hoffnung, dass wir welchen finden. Wäre natürlich klasse. Freizeitterminal. Was haben wir denn hier so? Einfach nur mal kurz reinschauen. Aufseher-Memo Band abspielen. Was haben wir denn hier? Lade-Holoband. Bitte warten. Red Menons. Ach, geil. Ne. Wie geil. Okay, how high can you get? Ach du Scheiße. Hilfe! Boah, das ist ja... Alter, das ist ein schweres Spiel. Ah. Nein. 50 Meter. Hä? Ach, das sind solche Laufbänder. Okay, jetzt muss ich schön vorsichtig sein. Nein. Oh, ich wurde erwischt. Ah, wie geil. Ach komm, ich versuch's noch einmal und dann... Ist gut. Okay, na gut, dann lassen wir's. Quit Game. Yes, aber wie cool, dass man sowas eingebaut hat. Was ist denn Top 10? Hä? Was soll das sein? Also das hier sagt mir was. TCL und TGM. Das sagt mir zufällig was. Ich lasse das mal an der Stelle unkommentiert. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Okay. Wir schauen uns mal weiter um. Okay. Hier müssen wir ran. So, ich habe lieber mal meinen Schlagstock. Aua. Mist. Voll einen Schlag gekriegt. Oh. Kommt wieder ein Spiel. Oh. Im Flug, im Flug, im Flug. Bam, Bitch. Nice. So. Oh.
Bam. Ich liebe den Watz-Modus. Das ist einfach nur geil. Das sieht so lustig aus jedes Mal. Oh nein. Mein toter Wortbewohner. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Komm. Knister, knister. Okay. Das jetzt gebraten. Jetzt wurde es gebraten. Sehr schön. Wollte nur, dass die Kakerlake noch umgenietet wird. Was haben wir denn hier? Achso. Wieder so ein Klemmbrett. Das brauchen wir nicht unbedingt. So. Oh nein, mehr Kakerlaken. Pam. Aua. Na komm. Ah. Diese Dreckskakerlake, die konnten wir irgendwie nicht erwischen. Weil die in dem Moment, wo wir wahrscheinlich zuschlagen wollten, gerade nach hinten gesprungen ist. So. Haben wir noch mehr? Okay, das Red kriegen wir so erstmal nicht weg. Schade eigentlich. Simpex. Simpex stellen bis zu 30% deiner maximalen Gesundheit wieder her, heilen verletzte Körperteile und können zu Favoriten gemacht werden, sodass du schnell auf sie zugreifen kannst. Oh, eine 10mm. Nice. Kann ich denn... Drücke F, um dir deine... Ah. Was haben wir denn auf der 3? Ach so, der Schlagstock ist das. Ich dachte, das wäre der Hammer. Ist das alles, was noch übrig ist? Ich glaube, dass da... war der Aufseher. Gut erhaltenes Zigarettenpäckchen. Das ist bestimmt noch viel wert. 10mm Patronen nimmt man auch gerne mit. Sofern man denn eine 10mm Pistole dabei hat. So, Kommode ist leer hier. Die auch. Schade. Noch eine 10mm und Patronen. Und noch mehr Patronen. Es lohnt sich immer, sich etwas umzuschauen. Nett. Dich hole ich mir später. Koffer für Kryolator. Au, das... Ach, das ist ein Einfriergerät hier, oder was? Nice. Schlossstufe Meister. Sollten wir uns merken, falls wir in der Vault... Ich hoffe, wir... Also, wir können bestimmt... Wir können bestimmt zurück. Das ist jetzt ein Meisterschloss, ne? Wir haben eine Haarklammer. Das Schloss sieht stabil aus. Okay, das geht nicht. Stimmt, das geht ja gar nicht, wenn man... Muss das Terminal finden. Wenn man nicht ausreichend Stufe hat, dann geht's ja immer gar nicht. So, Brille nehmen wir uns mal einfach mit, weil wir es können. So, Aufseher-Terminal. Kryolator. Was finden wir dazu? Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Ah ja, er bastelt also an seinem mobilen Einfriergerät dabei, während die anderen am Frecken sind, mehr oder weniger. So. Neu versiegeln. Bitte wahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf. Wenden Sie sich an Herrn Voltec-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu halten. Gut, brauchen wir aber nicht. Wir haben unser Türchen hier geöffnet, das wir öffnen wollten. Ach du Scheiße. Wo habe ich denn jetzt meine Pistole? Auf der 4. Kann ich jetzt so? Ah! So geht's also auch. Ob ich die wohl von hier aus treffe? So ein Torso-Schuss sollte ja eigentlich schon reichen. Ist daneben. Pam. Ach, Mann. Und komm. Oh, oh, oh. Bullet time, bullet time. Bam. Nice. Ah ja, habe ich mir fast gedacht, das auch noch ein Ziel sein wird. Putz. Und wieder weggehauen. Ich sehe hier überall nur diese dämlichen Viecher. So, machen wir auf jede 2 Schuss. Ach,
Der hat er nicht getroffen. Manuell ging es jetzt leichter. So, ich bin gerade kurz erschrocken. Oh, 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 oh. Bam. Mein Ziel für einen Angriff. Oh, das konnte ich nicht mehr lesen. Das war zu schnell weg. Halb so wild. Kommt bestimmt nochmal irgendwann die Möglichkeit, das nachzulesen, mehr oder weniger. So, F. Und dann die 3. Das ist noch ein bisschen... ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wollte ich sagen. So. Wir sind natürlich jetzt hier ganz Survival-Experte nächstes Mal auf der... Nahkampfwaffe, um zu sparen. Meide Licht, setze Nahkampfattacken ein und bewege dich mit Hilfe von Capstrong langsam, um nicht entdeckt zu werden. Hiermit. Damit bewege ich mich aber eher schnell. Wie kann ich mich denn schleichen? Ah. Aha. So. Pam. Schleichangriff für dreifacher Schaden. Nice. Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Ich weiß nicht, ob... Pam. So. Das, obwohl ich mich schön leise bewegt habe hier. Oh, einen Pip-Boy. Ich sehe einen Pip-Boy. Den wollen wir natürlich sofort haben. Ach, schön. Ein 64K RAM-System. Interessant. So, sehr schön. Interessant. Was haben wir denn da? T-Skill-Tabelle. Ach so, ja, ja, hier, ne? Ganz einfach. Und hier kannst du dann noch so ein bisschen den hier machen. Was ist denn hier Skill-Tabelle? Alter. Was ist das? Das sieht ja mega cool aus. Stärke, Stärke, bla bla bla. Wahrnehmungstraining. Interessant. Alt. Ah. Aha. Okay, alles klar. Ich kann mit Tab den Pip-Boy aufrufen. Achso, ja. Caps Lock. Damit wird schnell und langsam gesteuert. Noch mehr Patronen. Nehmen wir natürlich. Noch mehr Patronen im Bauch. Vault-Tec-Anzug. Schön sauber. So, nochmal einen Schlagstock rausholen. Ach, dann kommen wir wieder hier hin, ne? Hier müssten wir ja schon gewesen sein, überall. Ja, genau, da vorne haben wir uns den Schlagstock vorhin schon mitgenommen. Den ersten. Wir hatten ja zwei insgesamt. Hier einen Schraubenschlüssel können wir noch mitnehmen. Auch nicht schlecht. Könnte man ja mal gebrauchen. So, werfen wir mal hier den Knopf an. Und komm, pam. Mordtürregelungssequenz eingeleitet. Zurücktreten. Natürlich. Endlich öffnet sich die Vault. So. Pam. Mal die Dinger weggehauen und schon können wir hier weiter.
zur Treppe, die wir auch schon kennen. Ist hier so noch irgendwas? Aufzug. Ach, guck mal, Aufzug ist schon da. Ja, schön. Den krassen Tunnel nach oben wieder. Dann wollen wir mal aufwärts. So, Name, Special-Attribute ändern, Aussehen. Kann ich hier vielleicht noch irgendwie meine Frisur ändern? Ich habe da jetzt nicht so ganz... Bin mir nicht ganz sicher, aber eigentlich muss man ja seine Frisur sollte man doch eigentlich ändern können. F, Gesicht, das muss eigentlich unter Körper fallen. Nee, tut's aber nicht. Unter Gesicht fällt's aber auch nicht. Doch, fällt es. Tatsächlich. So. Dann können wir nämlich endlich mal eine Frisur noch auswählen. So, Bootcamp, Halbglatze. Können wir eigentlich... Ach, so geht das. Sag das doch. Mensch. Hombre. Hast du selbst gemacht? Ach, ich dachte, selbst gemalt. Wohnwagen-Hit. Na, glatt und schmierig. Nee, danke. Unehrenhafte Entlassung. Schwergewicht. Kurzhaarfrisur. Hitzkopf. Bahnbrecher. Das soll Special Forces sein? Achso, ja gut, okay. Kann man vielleicht ansehen. Oh, das gefällt mir. Professor. Das gefällt mir. Oh, ja, schön nach oben. Und hier, oh, guck mal. Oh, ja. Und ich muss die Nase definitiv rausziehen. Das sieht total scheiße aus. Adrett. Aha. Vollzeitjob. Das finde ich sogar noch besser. Ich glaube, ich werde Vollzeitjob nehmen. Schmuddel. Gepflegt. Ja. Alpha-Männchen. Dieser Haarknoten sah total schrecklich aus. Gammler. So, ich nehme mal Vollzeitjob. Das gefällt mir. So, kann man denn, was kann man denn für Farben? Warmes Schwarz oder Nachtschwarz? Angegraut, tiefbraun, dunkelbraun. Ich finde eigentlich das warme Schwarz ganz gut. Dann nur mal einfach gucken, was man noch so hat. Ach, guck mal, sogar richtig weiß. Wahrscheinlich alles mögliche bunt. Nee, doch nicht. Okay. Das ist schon noch relativ, ich sag mal, vorsichtig realistisch, ja. Nicht so irgendwie, Japano-Style pink und hasse nicht gesehen. So, erstmal, ah, die Nase muss erstmal raus. Was mache ich denn? Hallo, Hilfe. So, die Nase sollte natürlich nicht zu groß werden. So, ich muss nur irgendwie diese merkwürdige Nasenrücken. So. Komm mal rein, Kollege. Das sah ja total grausam aus. So, nein. Nicht verschieben. Sondern, ups, nein, 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 nein. So, ja, jetzt sieht das schon viel besser aus. War ja grauenvoll. Das habt ihr mir erst nicht gesagt, Mensch. So. Umfang. Ein bisschen, ja, so würde ich sagen. Sieht ganz gut aus. So, sonst noch irgendwas, was hier im Profil total merkwürdig aussieht? Nö, ansonsten. Ansonsten würde ich sagen, geht's sogar. Vielleicht kann man die, genau, die Nasenspitze noch ein wenig... Ja, guck mal, da kommen wir jetzt doch mal an etwas hin, was ein wenig authentischer aussieht. So, das wollte ich sagen. Okay, damit bin ich jetzt zufrieden. Alles klar, so nehmen wir das. Enter erledigt, Charakter bestätigen, genau. Fertig. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault-Tec entschieden haben. Ich hatte ja auch leider keine Wahl. Genau, siehst du, die hatten keinen Schimmer, dass sie in einen Kälteschlaf versetzt wurden. Die Leute aus Vault 111.
Ach, tatsächlich waren fast alle Walls geheime Sozialexperimente von Vault-Tec. Interessanter Fakt, würde ich sagen. Interessanter Fakt. Endlich draußen und alles ist zerstört. Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Scheiße. Und meine Frames brechen gerade ein bisschen ein. Nuka-Cola. Woo. Oh, Radix und Schnapsglas. Oh. Oh, aufbereitetes Wasser. Das ist immer sehr wichtig. Einen Ordner nehme ich natürlich auch mit, einfach weil ich es kann. Alter, noch mehr Skelette überall. Kommen wir jetzt eigentlich wieder? Nein, das wollte ich nicht. Mist. Keine Sorge, wir gehen direkt wieder hoch. Wollte eigentlich nur mal gucken. Ja, achso. Okay, ich sehe gerade. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen was schneiden und rendern. Denn ich nehme schon gleich eine Stunde auf. Und das sollte alles noch als erste Folge rauskommen. Ich glaube, du, der das jetzt hier gerade anguckt, du freust dich gerade, dass die Folge so schön lange geht. Aber ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen beeilen mit rendern. So. Ich jetzt wieder hier hingehe. Ja, jetzt geht er wieder hoch. Sehr gut. So. Dann werden wir uns gleich in der nächsten Folge sehen. Tschüss. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.